Ja, hallo und willkommen hier zur dritten Folge City Skylines auf dem Kanal. Ich habe schon mal ein paar Minuten jetzt weiterlaufen lassen, einfach, dass wir hier unten ein bisschen mehr Geld bekommen. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ich würde jetzt als erstes gerne mal unser Bussystem noch mal ein bisschen anpassen. Also noch ein paar Linien hinzufügen. Würde einfach mal sagen, wir starten mal hier hinten. Fahren dann hier lang, fahren hier nochmal. Dann ist hier eine Haltestelle, dann würde ich glatt hier eine Haltestelle machen. Dann machen wir hier nochmal eine Haltestelle. Halten hier nochmal. Fahren hier lang, fahren da lang. Und halten da. Und machen das Ganze rückwärts nochmal. Hier lang, da, da und da. Genau, so, uns fehlen jetzt noch ziemlich genau 1000 Einwohner. Müssen wir mal gucken. So, hier der Bereich, das soll ja eigentlich alles dann Innenstadt werden. Also das würde ich sogar bis hier dann alles Innenstadt machen. Wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr, müssen wir dann einfach mal gucken, wie wir so mit den Einwohnern hinkommen. So, wir haben auf jeden Fall Wohngebietsnachfrage, das ist schon mal sehr gut. So, wie sieht denn hier die Abdeckung aus? Krankenhaus ist okay, Feuerwehr ist okay, Polizei ist okay, Schule ist nicht okay. Machen wir mal hier eine Grundschule hin. So, wie sieht es mit der Oberschule aus? Oder wird es ganz schön knapp? Dann können wir die hier auch direkt mal hinsetzen. Und ein Park. Können wir hier auch gleich mal noch welche hinsetzen. Gut, so, ich würde hier vorne an der Schule ein paar Gewerbegebiete hinsetzen und hier drüben an der dicken Hauptstraße genauso und hier drüben dann jede Menge Wohngebiete. Sehr schön, dass die auch gleich hochwachsen. Ich denke mal, hier die Straße werden wir bestimmt dann. Das ist so eine lange. Das wird bestimmt dann auch nochmal eine vierspurige. Müssen wir mal gucken, wie da der Verkehr. So. Gucken wir mal, wie das hier alles wächst und gedeiht. Wir können aber auf jeden Fall gleich neue Wege hier einbauen. Hier machen wir einen Weg. 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 Einmal quer rüber. Würde ich hier glatt auch nochmal einen Weg rüberziehen. Ihr seht es auch, also hier gerade hier drüben die Wege, die wir schon vor einer Weile gebaut haben. Wo waren denn hier mal welche? Die werden auf jeden Fall auch gut benutzt. Also es gehen ab und zu mal welche rüber. Ist jetzt natürlich klar, bei so wenig. So viele Einwohner haben wir ja auch noch nicht. Das sollte dann auf jeden Fall noch mehr werden. So, wir können ja hier drüben noch weitermachen. Machen wir mal das aus. So. So. So, dann würde ich hier auch nochmal einen Weg lang ziehen. So.
So, 500 Einwohner fehlen uns noch. Danach geht das große Umbauen los. Oh, und wir haben nicht genug Strom. Ja, wir haben nicht genug Strom. So, dann würde ich jetzt mal... Was macht denn... Oh ja, wir machen ein Ölkraftwerk hier hin. So, dann können wir nämlich... mal das ein oder andere coole Kraftwerk abreißen. Was sagt unser Strom? Ja. Das passt zuerst mal. Und? Seht ihr, gerade gebaut und schon laufen die ersten hier rüber. Sehr gut. Wir können ja schon mal hier weiter vorbereiten. Ich würde nämlich gerne hier unten dann... hier unten dann weitermachen. Wir können ja schon mal so. Welche Brücke wollen wir nehmen? Amerikanische, sechsspurige, europäische, zweispurige, europäische, vierspurige. Gucken wir mal, wie sieht das aus? Ja, das sollte gehen. Das sollte gehen. So, dann hier einmal rüber. Machen wir das so? Ja. Das passt. So. 100 Leute brauchen wir noch. Perfekt. Können wir ja. Nee, das machen wir hier mit. Das machen wir hier mit Wegen. So, hier können wir auch Wege setzen. Na, aus. Da ist er. Große Kleinstadt. So, jetzt müssten wir hier genau die großen, dicht besiedelten Gebiete haben. So, das heißt, ich würde jetzt als erstes damit anfangen, hier ein bisschen umzubauen. Die hier alle raus. Schon raus. Und dann kommt hier dicht besiedeltes Wohngebiet hin. So, hier drüben natürlich auch. Hier kommt dicht besiedeltes Gewerbegebiet hin. Ja, und dann würde ich jetzt als erstes nochmal die Straße hier nehmen. Und nochmal... Meine Güte, was ist denn das hier alles? Müssen wir nochmal gucken, das sind Parkanlagen. Das hier ist auch eine Parkanlage. So, noch mal vergrößern. Super. Weiter geht's. Hier das weg.
Und so hin. Nee, hier machen wir. Machen wir dünnes, kleines hin. So direkt an die Grenze. Sehr gut. Und die ersten großen Gebäude wachsen. Müssen natürlich auch alle wieder einziehen erstmal. Wir werden auch mal, haben wir schon den Verbrenner? Ne, das kriegen wir erst mit 13.000. Schade. So, Kliniken haben wir noch genug. Schulen. Wir können ja hier nochmal eine Schule reinsetzen. Können wir jetzt schon... U-Bahn, ja. Da können wir dann auch gleich mal gucken. Hier gibt es ja ein paar Knotenpunkte, die wir dann natürlich auch einsetzen können. Müssen wir dann einfach mal gucken. Das werden wir dann entsprechend machen. So, dann würde ich hier auch ein paar IT-Cluster noch mit reinnehmen. Und mehr Wohngebiete. So, das sollte jetzt auf jeden Fall für einen ordentlichen Bevölkerungsschub sorgen. Und wir werden, ganz wichtig, Steuern auf 12%. Das ist wirklich besonders wichtig. Genau, dann werden wir hier mal weiter weglöschen. Die ersten vier hier vorne, das wird... Und dann kommt hier hinter wieder dicht besiedeltes Wohngebiet. So. Jetzt lassen wir die erstmal alle einziehen hier. Es wird doch so langsam. Es wird doch so langsam. Sagt nur unser Verkehr. Können ja mal nach dem Verkehr gucken. 80%. Oh, hier vorne. Hier vorne staut es sich. Wo wollen die alle hin? Ah, das sind die meisten. Wir brauchen dann unbedingt noch eine zweite Abfahrt. Das wird, glaube ich, auch das nächste Ziel sein, dass wir hier drüben vielleicht wieder von dem Kreuz hier direkt. So, mal gucken, was habe ich denn? Da ein paar Kreuze, nee, aus dem Workshop habe ich da noch nichts. Dann würde ich vielleicht erstmal hier eine Abfahrt basteln, provisorisch, und dann gucke ich zur nächsten Folge mal im Workshop nach ein paar guten Autobahnkreuzen. Weil hier, das staut sich ja wirklich extremst. Das sollte dann auch unsere, genau, unseren Verkehrsfluss bringt das so langsam runter. So, das könnte man aber auch in gewisser Weise ein bisschen lösen. Autobahn in eine Richtung mit Lärmschutzwand. Indem wir das so etwas machen und...
So, dann sollte sich das hier ein bisschen... Also hier entsteht jetzt extremer Stau. Den müssen wir auf jeden Fall beseitigen. Wie kriegen wir den beseitigt? Die wollen alle... Ja, die ganze Stadt muss halt hier abfahren. Das ist halt das Problem. So, dann werden wir hier mal den Traffic Manager rausholen. Wo ist er? Da oben. So, ihr fahrt nämlich auf die Spur und ihr fahrt auf die Spur. Dann sollte die Stelle hier zumindest jetzt erstmal wieder besser funktionieren und unser Verkehrsfluss auch wieder über 80% steigt. Perfekt. Es war jetzt, glaube ich, auch viel die Bewohner alle, die eingezogen sind, frisch. So, wir haben noch ein bisschen Bedarf nach Industriegebiet. Da können wir hier hinten noch mal ein bisschen, würde ich hier hinten noch hinsetzen. Aber auch nicht mehr zu viel. Muss man nämlich aufpassen, dass wir hier dann nicht zu viel... So, das passt doch perfekt. So, dann kommt hier jetzt Industriegebiet noch hin. Und dann würde ich das sogar fast schon so dabei belassen, weil das wird dann relativ viel schon hier für die kleine Ecke. Und hier ist auch schon ganz schön Verkehr. Da könnte man eventuell... Okay. Müssten wir hier den Park versetzen. Könnte man hier nämlich auch schon mit der... mit einer großen Straße arbeiten. So. Achso, hier drüben noch die Wohnhäuser, das hat geklappt. Ich bin immer ein ziemlicher Fan von Stadt ohne Ampeln. So, zumindest bei den meisten Kreuzungen hat sich das doch bewährt, dass man da dann deutlich... Oh, was war das jetzt? Der nächste Punkt. Ah, 9500. Sehr schön. Würde ich sagen, überlegen wir uns mal, wo wir jetzt hier mal einen größeren U-Bahn-Knoten reinmachen. Aber der oder den, auf den ich scharf bin... Ich glaube, den Bahnhof hier. Ab 15.000 erst. Okay, auf den bin ich so ein bisschen scharf. Den würde ich gerne... Also müssen wir noch auf 15.000 hochpushen. So, das hier wird auch Innenstadt. Alles weg. Mit großen Gebäuden. Und hier vorne dann. Sehr gut. Naja, da hat sich doch schon einiges getan jetzt mittlerweile. So, hier könnten wir noch einen Fußweg bauen. Aus. Hier könnten wir noch einen Fußweg bauen. Hier können wir auch noch mal einmal durchbauen. Hier drüben auch. Je mehr Fußwege, desto besser.
So, gut. Geldmäßig sind wir auch auf einem guten Weg. Ich würde hier gerne... Wie machen wir die Innenstadt? Ich würde die Innenstadt gerne so in den Bereich hier bringen. Also das auf jeden Fall. Können wir da ja mal ein paar Richtlinien für festlegen. Oh, machen wir bis hier hinten hin. Machen wir bis hier hin. Innenstadt 1. So, waren das jetzt mit den... Nein, das war's nicht. Wo waren das jetzt mit den Richtlinien? Bin ich doof? Richtlinien, hier. So, gucken wir mal. Stadtplanung. Wohltäter für Großunternehmen vergünstigt. Nee. Hightech-Häuser, Unterhalt. Achso, das sind die Richtlinien für die ganze Stadt, wa? Wir wollen ja nur die Richtlinien. Richtlinien. Hightech-Häuser. Steuerung. Besteuerung für dich besiedelte Steuererhöhung. Nee, das wollen wir nicht. Kostenloser Nahverkehr wollen wir auch nicht. Mit der Fähre, hohe Ticketpreise, Stromverbrauch, nee, kontrollierter Drogenkonsum, auch nee. Stadtplanung. Gebäude in dicht besiedelten Gebieten verdoppeln ihre Verkäufe. Na gut, vielleicht fehlt das noch, was ich, worauf ich raus will. Dienstleistung. Na gut, gucken wir mal, ob noch was noch so dazu kommt. Was ist denn jetzt hier das Problem? Nicht genügend gebildete Arbeiter. Gut, aber ich würde sagen, um das Problem kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, um auch in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.